Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Arena Renovation. Wir haben ja soweit schon alles fertig gemacht. Also zumindest hier drüben haben wir auf jeden Fall alles zu 100% und hier haben wir alles zu 100%. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist dieser Raum hier. Keine Ahnung, Verbindungsraum, keine Ahnung. Korridor steht jetzt da und den Abstellraum. Die zwei haben wir eigentlich noch. Hier müssen wir nur noch einmal kurz über die Wände drüber streichen und dann haben wir es nämlich auch. Also insofern, ich habe jetzt mir erlaubt, mal wieder ein paar von den Lampen wegzuhauen, von den Dingern, die ich da hergehängt habe, weil das Licht war einfach extrem. Das hat so geflackert und so. Nee, das wollte ich euch nicht antun, wollte ich mir nicht antun. Und naja. Gut, wir werden mal schauen, was machen wir denn hier für eine Farbe? Ich würde sagen, wir machen auch diese rotbraune Farbe hier, diese, die wir auch draußen haben. So, weil dann hätten wir das nämlich am Eingang zu dieser Kabine. Ne, müsste, genau da drüben haben wir dieses Schwarz, hier haben wir das Rot, also würde das ja eigentlich passen. Ja, wir machen das komplett. So, oh, herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Level erreicht, Level 14 mit 125 Punkten. Da können wir natürlich mal gucken, dass wir auf jeden Fall die Erfahrung uns freischalten, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich die nächsten Upgrades auch ein bisschen schneller und besser. Hör auf. So, Renovierung 96%. Was habe ich denn vergessen? Ach, die Säule. Okay. Wie so meistens, ne? Die Säule ist immer das, was ich immer zu gerne übersehe. So, damit haben wir hier alles in 100%. Das heißt, wir können weiter. Hier ist Renovierung wahrscheinlich auch nur noch die Wand. Genau. Ja, was machen wir jetzt mit der Wand? Irgendwie, ja, machen wir doch immer so ein Grau hier. Warum nicht? Ist ja ein Korridor, wo eigentlich niemand hinkommt, außer die Teams. So. Ganz intim im Team. Ich glaube, hier muss ich auch noch streichen. Also würde ich sagen, mache ich hier die gleiche Farbe. Dann brauche ich auch nicht lang rumsuchen. So, 92, 98 und 100. Wunderbar. Damit haben wir das da schon. Machen wir doch den Raum zuerst hier mit Möbeln. Wir sind jetzt hier in einem Abstellraum. Abstellraum. Gucken wir mal, was wir alles haben. Also hauptsächlich sind es natürlich immer die Regale, die wir hier haben. Ne? Da stellen wir jetzt einfach mal 3, 4, 5 Stück hin. Oh, das macht nicht sehr viel. Ne? Kannst du ruhig ein wenig auseinanderstellen. So wichtig ist das jetzt nicht hier. Da sind wir gerade mal bei 21%. Und noch eins. Jawohl. Dann die Klimaanlage natürlich. Die würde ich aber sagen, tun wir hier hin. Ach nee, das ist eine Außenklimaanlage, ne? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier außen ist. So. Dann, ups, nee, nicht Kelle, bitte. Ein Schaltkasten, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Schaltkasten. Das muss sein, der kommt hinter die Tür, da kommen sogar zwei hin. Schauen wir mal, hier habe ich jetzt keinen Rahmen. So, zack, wir haben ja eine große Halle. Die will natürlich auch gut abgesichert sein. Ne? Was haben wir noch? Wir haben hier noch ein paar von den Boxen, wo ich immer noch sage, leider kann ich die nicht übereinander stellen. Oh, neue Belohnung freigeschaltet. 1000 Sternpunkte und 8000 Dollar. Wow. Okay. So, dann haben wir von den Flachen ein paar. So. Und dann noch hier den ein oder anderen Browning-Karton. Hier vielleicht noch. So.
schalten wir halt einmal so Kisten frei, wenn wir jetzt schon 1000 Punkte bekommen haben, ne? Dann können wir hier auch mal solche Kisten herstellen. Passen da drei Stück nebeneinander, könnte es sein, ne? Ja, passen schön her. Dann haben wir da Regal, wo zumindest vermeintlich für Ordnung sorgen soll. So, wir sind bei 83%. Okay, wir haben jetzt hier alles durch. Was können wir noch machen? Wir könnten mal gucken, was war bei Korridor? Ja, wir könnten vielleicht noch mal zwei Stühle hier noch mit herstellen. Warum nicht? Zwei Stühle und einen Tisch für die Putzfirma, die dann sich da hinhockt und ihr Käffchen trinkt. Von daher schauen wir mal, einen Tisch, kleiner Holztisch. Ja, warum nicht? Schalten wir den nochmal frei. So. Und dann gucken wir mal wegen Elektronik. Kann ich eventuell eine Kaffeemaschine hier ins Regal reinstellen? Nee, geht nicht, weil es zu groß ist. Dann platzieren wir die einfach da am Tisch, oder? Nee, es geht auch. Ups, das geht auch nicht. Irgendwie einen anderen Tisch noch. Den vielleicht. Hier so an die Wand dran. So, egal. Elektronik. Kaffeemaschine. Da drehst du dich jetzt nicht, okay. Kaffeemaschine und wir machen einen Wasserspender auch hierher. Mit einem. Warte mal, machen wir das weg. Hier. Mit einem Mülleimer daneben. So. Dann passt es doch. Die wollen sich ja auch nicht zu sehr abgeschoben fühlen hier. Von daher packen wir mal hier noch Pflanzen her. Kann ich da hinter die Tür eine Pflanze packen? Mach mal die Tür zu. Ja, es geht. Da ist noch ein Mülleimer. Pflanzpötte. Das, was ich mal ausprobieren wollte, war. Moment. Wir müssen natürlich auch hier einen Exit hinmachen. Oh ja, Kaffeetassen müssen wir herstellen. So, zumindest mal drei. Ein Ordner, Zeitung, machen wir mal den Ordner hier frei. Das Arbeitsbuch, ne? So, was haben wir noch? Eine Aktentasche. Ein Donut legen wir den Leuten mal her. Oder zwei. So, der dritte mag keine Donuts. Wir haben noch Ordner da, die könnten wir hier reinpacken. Habe ich ja schon mal gesagt, es wäre schön, wenn man da mehrere Varianten hätte, dass das nicht so gleich ausschaut. So, weil es ist ein bisschen witzlos, wenn ich zweimal fünf Ordner dastehen habe, von 1 bis 5 und mit der gleichen Beschriftung. Nein, du kommst immer wieder auf Q. Ich weiß nicht warum. So, was können wir noch machen? Sportanlage. Können wir hier vielleicht so Ersatzpiolen noch herstellen? Da einfach mal unter dem Tisch. Zwei Stück. So. Was noch? Hier glaube ich jetzt nichts mehr. Tür, Werkzeug. Wie schaut denn eigentlich das Gerüstbrett aus? Das legen wir einfach mal da am Boden. So. Edge. Sicherheit, was haben wir da noch? Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall auch eine Kamera. Warte mal, die sollte eigentlich da oben sein, ne? Wenn doch mal hier eingebrochen wird. Das haben wir schon alles. Was haben wir noch? Heizung. Wir sollten hier. Weil ich meine, die Maschine, die soll ja. Ach, keine Ahnung. Halt die Luft. Besser machen, Air Condition, aber für die Halle eher. Aber dafür ist die Anlage eh viel zu klein. Ein Ofen, ja, können wir da noch mit herpacken.
Und das war's dann, würde ich sagen. Wir brauchen hier keinen PC. Kaffeemaschinen und sowas haben wir. Licht brauchen wir nicht, das ist hell genug. Wir könnten noch eine Uhr hermachen. Die machen wir hier drüber. Dann wissen die Leute auch, was die Stunde geschlagen hat. Und erreichen muss man sie ja auch. Insofern könnten wir zumindest hier das Telefon. Nein, können wir nicht. Das Telefon liegt im Regal. Weil die Dose so doof platziert ist da hinten in der Ecke. So, und dann haben wir noch. Was kann ich denn mit einer Sicherung bitte machen? Warum kann ich die so auswählen? Ich habe ja hier nichts zu machen. Naja, gut, später dann wahrscheinlich, wenn es dann auch darum geht, ne? Sicherungskästen und so weiter zu reparieren. Toiletten, Möbel. Dann würde ich sagen, haben wir es hier. No Hammers. Das passt. Mehr braucht es nicht. Wir sind bei. Oh nee, warte mal, wir sind bei 96%. Ja gut, dann hauen wir halt noch. Dann hauen wir halt noch ein paar Boxen mit rein. Machen wir halt einmal hier den Kasten noch frei. Dann können wir da noch zwei solche Dinger hinstellen. Und schon sind wir doch schon bei 100%. Das passt doch. Das ist das Kopierpapier für die Chefetage. So. Gut. Dann haben wir es hier. Und dann schauen wir mal den Korridor hier noch an. Da können wir ja offen lassen noch. Was haben wir hier? Korridor. Wir schauen gleich nochmal. Alles. Wir machen hier mal ein wenig günstigere Stühle her. So. Zwei. Da stellen wir auch dann gleich einen Tisch noch mit hin. So, das war ja der runde Tisch. Ich hoffe, den kriege ich jetzt da rein. Den hätte ich vielleicht zuerst stellen sollen. Ach nee, das geht. Das geht. Gut. Dann, was bräuchten wir hier noch? Das Ottomanen da herstellen? So. Was können wir noch machen? Nichts weiter. Da braucht es keine Kaffeemaschine. Wir könnten hier noch ein Getränke oder was auch immer. Ja, Getränkeautomaten da herstellen. So. Und dann passt es doch. Jetzt sind wir hier nämlich auch schon bei 107%. Das ist doch nice. So, warte mal. Wir gucken mal noch, ob wir noch irgendwie ein Bild oder sowas hinhängen können. Zubehör. Das einzig große Bild, wissen wir ja, ne? Das ist das da. So, das klatschen wir jetzt noch da an die Wand. Das Bild der Windhunde. So. Das war's. Ja, ich würde sagen, das reicht. Supidupi. Dann machen wir einmal den Verkauf hiervon. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. Schauen wir mal da hinten noch. Aber da müsste alles in Ordnung sein. Hier brauchen wir nicht mehr machen. Ein paar Aschenbecher noch aufstellen, ne? Nee, hier brauchen wir oder können wir nicht mehr machen. Wir haben halt keinerlei Deko oder sowas, ne? Du kannst hier wirklich nur mit den Wandfarben arbeiten. Das ist echt. Und echt spärlich, was die Bilder angeht. Ich hoffe, da kommt noch mehr dazu. Und die Toilette, die Gemeinschaftstoilette, die passt ja auch. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben das abgeschlossen. Und schauen mal auf, nicht Profil, sondern Sportanlage. Wir haben ja das Fußballfeld freigeschalten. Und würde sagen, dass wir da mal 103% sogar, dass wir da mal hinschauen, dass wir uns zumindest das Fußballfeld noch angucken. Ich vermute jetzt mal, dass das Fußballfeld ist aus dem Prolog, aber kann mich natürlich jetzt da auch komplett täuschen. Es wäre ja im Grunde heute auch einmal der letzte Part. Ich wollte ja nur noch diese Basketballhalle hier fertig machen. Von daher würde es mich natürlich interessieren, ob ihr
nochmal was sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, das ist jetzt wirklich genug. Was haben wir denn hier alles? Aber das ist auf jeden Fall der. Das ist auf jeden Fall die Sportanlage aus dem Prolog. Auf jeden Fall. Aber ich finde die Locations wirklich nice. Was haben wir denn noch? Wir haben ja noch das Immobilienkauf. Wir haben ja auch noch dieses Immobilienkaufen, Verkaufen. Wir haben ja hier diese lokale Sportanlage damit mal gekauft für die 100.000. Und die müssen wir natürlich renovieren. Wäre dann vielleicht noch interessant zu sagen, wir probieren das mal hier. Das wäre interessant. Und vor allem, wie das dann mit dem Verkaufen und so weiter funktioniert. Das sind alles so Bilder, die man irgendwie kennt. Also die man schon häufiger gesehen hat. Okay. 125, 120. Keine Ahnung. Da steht irgendwas mit 114.000. Was ist das? Wo bin ich jetzt halt hier? Verkaufsangebote. Ah, Angebote und verfügbare Angebote. Hier kann ich nichts machen. Gehe zur Arena. Ich kann eigentlich nur daher gehen. Und dann kann ich gucken, wie dann hier diese Werte sich verändern. Obwohl ich das natürlich für 100.000 auch gleich wieder verkaufen könnte. Ne? Ja, aber sagt mir da einfach mal Bescheid in den Kommentaren. Ich würde sagen, wir legen mal hier, wir testen das mal hier mit den Büschen, ob da jetzt irgendwas verändert wurde. Okay, es wurde ein bisschen schöner gemacht, glaube ich. Warte mal, was ist V? V? Nee, ich will das eigentlich... Kannst du das wieder ausblenden? Ah, jetzt hat... Wahrscheinlich musste ich bloß ein paar davon wegmachen, dass dann diese Hilfe ausgeblendet wird. Man könnte doch die Büsche lassen hier auf dem Fußballplatz, oder? Schöne Schikane hier. So, haben wir es jetzt? Noch nicht ganz. Auch nicht schlecht, hein? Die lassen wir stehen. Bleibt dann der Ball drin hängen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall hier wären Büsche zu schneiden, wie man sieht. Es wäre Müll zu entfernen mit dem Hammer. Es wäre wahrscheinlich auch mit dem Müllsack aufzusammeln. Hier draußen führt halt ein Weg entlang. Das soll die Fans abhalten, ne? Ach ja, wir haben hier die Maschine wieder mit dem Rollrasen. Fand ich auch ganz interessant, den Rasen dann hier über diese Stücken drüber zu machen. Was haben wir hier? Das sind auch wieder Sachen, die einfach nur Deko sind. Ich denke, hier muss wirklich alles entsorgt werden. Also jeder Busch, der hier wächst, unerlaubt. Ah, das ist auch nicht, ja, das sieht man dann, mit B sieht man dann, was noch alles ist. Nice. So, hier war ja dann auch irgendwo was mit Strom und Sitze austauschen, genau, hier so Sitze austauschen. Da hinten war, glaube ich, der Mülleimer, jo, und da ist dann auch die Sicherung. Ja, und da sind auch einige Sicherungen kaputt. Einzuschalten. Okay, naja, können wir ja nicht einschalten, ne? Oh, ich habe vergessen, den Container zu leeren. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Da kann ich manchmal ganze Rollos einstecken und dann kann ich das Bild hier nicht einstecken, ne? Sowas. Okay, warte mal, wir schauen nochmal nach innen noch. Wir haben hier zwei Bereiche. Hier wäre Umkleide und Toilette. Hier haben wir Büro und Toiletten.
völligen Abstellraum. Gibt es hier noch ein drittes Haus oder so? Gibt es nicht, ne? Wo ist denn überhaupt der Eingang zum Gelände? Warte, hier nicht einmal einen Eingang. Da ist nämlich auch keine Tür. Und hier auch nicht. Und hier ringsherum ist auch nur Zaun. Man kommt hier gar nicht auf das Gelände. Man muss sich hier reinporten. Okay, gut. Ich würde sagen, auch wenn der Partyzeit mal ein bisschen kürzer ist, mich würde interessieren, ob ihr noch mehr sehen wollt. Und würde sagen, ich bedanke mich für ein Like. Ich bedanke mich für Kommentare. Und ja, ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.